Hallo und herzlich willkommen hier bei diesem Video. Schön, dass du dabei bist. Ich heiße Max und ich beginne heute damit, eure Fragen zu beantworten. Vielen Dank für eure tollen, spannenden, interessanten Fragen. Ich habe einige Male auch laut gelacht. Das waren tolle Formulierungen dabei. Ich habe jetzt noch nicht ganz 1000 Abonnenten, muss ich gestehen. Ich glaube, es sind gerade 997. Das ist aber auch eine sehr gute Zahl für dieses Special oder für dieses Spezialvideo. Von dem her bin ich jetzt nicht zu schüchtern, es etwas vorzuziehen und eben schon mal mit euren Fragen zu beantworten. Es sind nämlich doch einige. Zunächst habe ich mir überlegt, ob ich es vielleicht nach Themen gliedere. Lesen, sammeln, privates Hobby, sowas in der Form. Aber viele von euch haben eben auch mehrere Fragen zu verschiedenen Themen gestellt. Was mich sehr erfreut, was auf der anderen Seite aber auch bedeutet, dass ich es eher oder nur chronologisch durchgehe. Ich beginne also mit der Frage von Julian Jax. Er möchte wissen, welches Buch für mich das Lieblingsbuch ist. Julian, mein Lieblingsbuch ist Der Zauberberg von Thomas Mann. Ich würde gar nicht behaupten, dass ich es jetzt absolut verstanden habe oder dass ich jedes Detail schon herausgefiltert habe und genossen habe. Vielleicht ist es gerade deshalb mein Lieblingsbuch, weil ich noch nie bei einem anderen Buch, weil ich noch nie bei einem Werk den Eindruck hatte, dass es wirklich ein Buch fürs Leben ist, dass ich es immer wieder lesen kann und immer wieder etwas Neues entdecken werde. Ich erinnere mich auch noch an meine eigene Lektürephase. Ich habe es im Park liegend, in der Hängematte liegend gelesen. Ich bin mit Hans Castorp und Settembrini durch die Gänge dort oben gegangen, habe mich in ihren Gesprächen eben als stiller Beobachter irgendwo verkrochen und habe versucht, Settembrini und Naphta zu folgen. Habe dann am Abend nach dem Sonnenuntergang zu Hause im Internet noch recherchiert, worüber haben sie sich jetzt eigentlich unterhalten, diese zwei Herren? Worum ging es denn da? Also ich habe eben auch versucht, den Dingen auf den Spuren zu bleiben. Und ja, allein dieser intensive Austausch mit diesem Buch macht es zu meinem Lieblingsbuch. Ich freue mich darauf, dass ich es hoffentlich jetzt bald im Sommer ein zweites Mal lesen werde. Welcher Autor begleitet dich schon länger in deinem Leben? Da habe ich mich für Franz Kafka entschieden. Ich mochte ihn als Schüler schon sehr gerne. Also das hat in der 11. Klasse, würde ich sagen, begonnen. Dann später als Student mochte ich ihn und ich mag ihn auch jetzt als 33-Jähriger. Also er gibt mir immer noch etwas und ich glaube, dass Kafka eben ein Gewinn in jeder Lebensphase ist und dass ich ihn auch noch weiterhin lesen und genießen werde. Enrique möchte wissen, hast du Interesse an Klassikern der griechisch-römischen Antike? Ja, Enrique, die kurze Antwort ist, ja, habe ich. Also vor allem die Griechen wird man im deutschen Bildungssystem gar nicht umgehen können. Die hat man im Gymnasium und später im Studium, wenn man Germanistik und Philosophie studiert, auf jeden Fall. Ich habe hier mal Sophokles, Aristophanes mitgebracht, Antigone, König Ödipus und die Vögel. Wer noch fehlt, ist natürlich der dritte im Bunde, Aischylos. Also die Griechen habe ich belesen, auch weil ich Goethe und Schiller sehr gerne mag und für deren Dramen wollte ich zumindest einen Überblick über deren Originaltexte haben, worauf sie sich bezogen haben. Und als Philosophiestudent ist natürlich kein Weg, um Aristoteles zu machen. Ebenso habe ich auch Platon zumindest oberflächlich kennengelernt. Ich will gar nicht sagen, dass ich da in die Tiefen vorgedrungen bin, aber bei den Griechen habe ich also eher die Vorstellung, dass ich zumindest den Grundzusammenhang verstehe, was bei den Römern leider ganz anders ist. Da möchte ich ich möchte die Aeneis lesen, ich möchte Ovid mit Metamorphosen lesen, das sind so Titel, die mir dazu einfallen, aber auch gerne so Geschichtswerke, Sueton oder Plinius der Jüngere oder der Ältere. Also ich war früher übrigens auch ein großer Römer-Freak, so habe ich mich immer bezeichnet. Ich wollte auch eine ganze Zeit lang Archäologe werden, von dem her will ich den Römern noch näher kommen, das habe ich bislang aber nicht getan. Die nächste Frage von Enrique. Liest du oft Bücher bzw. Textstellen vor? Wenn ja, in welchen Situationen und bei welchen Genres? Das mache ich zum einen, wenn Personen im Buch im Dialekt sprechen oder mit Akzenten sprechen, wenn jemand also stark bayerisch spricht oder ein Hamburger platt drauf hat oder Berlin hat, dann will ich das mal akustisch auch hören. Ich will wirklich mal den Klang eben auch im Raum hören. Und ich mache das, wenn Autoren und Autorinnen einen eigenen Sprachzugang haben und sehr lyrisch schreiben, ein besonderes Metrum besitzen und eine Geschwindigkeit einbauen, wie zum Beispiel Hertha Müller oder Christa Wolf oder auch Irmgard Coyn. Da genieße ich es dann mal, ein paar Sätze oder ein paar Passagen laut vorzulesen. Und bei englischen Texten mache ich es auch hin und wieder. Und bei Lyrik, aber ich lese keine Lyrik, also kann ich das auch eigentlich wieder negieren. Nummer C. Hat die Corona-Krise dein Leseverhalten beeinflusst? Also diese Fragen sind schön nummeriert oder beziehungsweise alphabetisiert. Kaum. Also die Corona-Krise hat natürlich im Detail sicherlich einiges beeinflusst, das lässt sich ja nicht vermeiden, aber im Großen und Ganzen hat sie mich nicht so sehr beeinflusst wie viele andere, wie ich das jetzt gehört habe. Also ich hatte keine persönlichen Sorgen, meiner Familie ging es gut, ich habe mich auch um meinen Job nicht sorgen müssen. Von dem her hatte ich also mental relativ wenig zu schultern.
Und ich bin umgezogen in der Zeit, ich musste meinen Unterricht vorbereiten und einige Lernvideos erstellen. Das heißt, ich war schon auch ausgelastet. Auf der anderen Seite will ich aber jetzt schon auch gar nicht so tun, als hätte ich nicht doch ein paar Minuten mehr Zeit gehabt. Ich habe vermutlich etwas mehr gelesen, aber mir ist es jetzt nicht in Erinnerung geblieben als eine ganz großartig durchlesene Zeit. Ich werde das vielleicht bei der Jahresauswertung dann auch nochmal exakter sehen. Vielleicht ist es doch deutlich mehr, aber gerade habe ich den Eindruck, etwas mehr ja, aber nicht wesentlich. Und übrigens auch thematisch kaum. Ich habe gesehen, dass viele von euch eben die Pest von Camus sehr interessant finden. Also das habe ich an meinen Kanalstatistiken gesehen. Ich selber habe mich, glaube ich, allerdings jetzt nicht an solchen Themen entlanggehangelt. Also es war für mich auch nicht reizvoll. Wenn du die Chance hättest, einen Autor persönlich kennenzulernen und dich mit ihm bei einem Kaffee zu unterhalten, wen würdest du wählen? Und Enrique hat schon auch die weibliche Form immer dazu geschrieben. Ich wähle allerdings einen Mann. Ich wähle Wilhelm Genazzino. Ihr wisst das, denke ich, mittlerweile. Ich schätze ihn sehr. Er ist leider verstorben, aber ich darf auch einen Verstorbenen wählen. Ja, ich mag an Genazzino einfach seine sehr offene, sympathische Art. Ich habe mir ein paar Videos angeschaut, natürlich mit ihm. Interviews kann ich das gar nicht nennen. Das sind nur 5 oder 6 Minuten jeweils. Und er ist in diesen Gesprächen immer so offen. Wenn ihn eine junge Interviewpartnerin fragt, weshalb er denn eigentlich so häufig Vögel auftreten lässt in seinen Texten, dann versucht er, also Genazzino, nicht einen schön angemalten Deckmantel des Schweigens und der Verwirrung über seinen Text zu werfen, sondern er äußert sich einfach. Er nennt so seine Interpretation. Und dabei hilft er also anderen Menschen dabei, seine Texte zu lesen und einen Genuss dabei zu empfinden. Also ich finde, er mystifiziert sich nicht. Er ist einfach ein Interpret wie alle anderen und er gibt die Hilfestellungen, die er eben geben kann. Und da würde ich mich freuen, Wilhelm Genazzino bei einem Kaffee einfach wirklich zuzuhören. Ich glaube, er ist da der perfekte Partner. Gut, Enrique, ich hoffe, ich habe die Fragen zur Zufriedenheit beantwortet. Mario möchte wissen, ich weiß nicht, ob ich die Nachnamen immer dazu sagen soll, wie gelingt eine gute Gewichtung zwischen Lesen und anderen Hobbys oder Verpflichtungen? Ob es gut gelingt, weiß ich gar nicht, das muss ich im Nachhinein bewerten. Allerdings ist für mich Lesen eben die größte Leidenschaft und was die anderen Hobbys noch angeht, Hobbys sind für mich Dinge, die dann vielleicht partiell und zeitweise kommen, die aber auch wieder verfliegen. Lesen ist für mich, so kann ich sagen, ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich muss lesen. Wenn ich das nicht tue, also ich weiß nicht, was geschehen würde, vielleicht laufe ich grün an und werde zum Hulk. Also ich habe es bislang noch nicht in der Extremform über Tage hinaus in Erfahrung bringen können. Also Lesen ist für mich wirklich die Lebenseinstellung oder ein Teil meiner Person. Allerdings will ich auch Sport machen. Das kommt aber von alleine. Also irgendwann werde ich sonst grantig, wenn ich mich nicht bewege, wenn ich mich einfach nicht aktiv gestalte, wenn ich nicht laufen gehe oder ins Fitnessstudio gehe, dann werde ich unzufrieden. So, dann werde ich richtig grantig, ich schlafe schlechter, ich habe weniger Antrieb und dann merke ich also von selbst, ich muss zusätzlich noch was machen. Hin und wieder kommen dann solche Spirenzchen dazu, wie Theaterliebe oder vielleicht auch mal geschichtliche Themenkomplexe, die ich mir erarbeite. Gerade ist es zum Beispiel die Kulturrevolution. Eine Zeit lang waren es mal, fragt mich nicht warum, U-Boote aus dem Zweiten Weltkrieg, es war so ein totaler Spleen von mir. Sowas kommt, sowas geht aber auch. Und was die anderen Verpflichtungen angeht, ja, ich habe, glaube ich, deutlich weniger Verpflichtungen als viele von euch. Ich habe keine Familie, ich habe keine eigenen Kinder, um die ich mich kümmern muss. Meine Eltern sind gesund, ich muss mich also auch nicht intensiv um sie irgendwie sorgen. Ja, das ist gerade bei mir einfach alles relativ solide und ja, ich bin mehr oder weniger von wenigen Verpflichtungen umgeben. Genau, ich habe also auch keine Fernbeziehung. Ich habe, ja, mein Job ist in der Nähe. Von dem her, ich habe halt relativ viel Zeit fürs Lesen. Wie viel liest du, ist auch die nächste Frage. Wie viele Stunden am Tag und wann? An einem Wochenende lese ich auch gerne mal 5-6 Stunden, dann allerdings nicht durch. Also ich mache zwischendurch Pausen, mache etwas anderes. An einem Wochentag, wenn ich eben auch viel zu tun habe, dann sind es, denke ich, so etwa. Also es gibt Extremphasen, in denen ich wirklich gar nicht zum Lesen komme. Gibt es wirklich. Also es gibt extrem stressige Tage, die man sich, ja, die viele sich von euch natürlich vorstellen können, da ihr ja auch arbeitet. Aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man dann doch als Lehrer auch mal in Phasen steckt, in denen man überhaupt nicht weiß, wie man dem Ganzen gerecht wird. Man wird dem dann gerecht, aber nur indem man eben auf alles andere verzichtet. Aber an einem durchschnittlichen Arbeitstag sind das, denke ich, immer noch 2 bis 3 Stunden. Am Mittag oder Nachmittag, wenn ich nach Hause komme, schiebe ich gerne eine kleine Lektürephase ein und dann auch klassisch nochmal im Bett, so eine Stunde vorm Schlafen gehen. Meistens lese ich allerdings lieber auf der Couch als direkt im Bett, aber am Abend auch. Britta möchte wissen, wie sieht eine gute Privatbibliothek aus? Was gehört unbedingt rein? Gibt es thematische, länderspezifische oder sonstige Schwerpunkte? Das ist natürlich eine super Frage, ja. Wie baut man seine Bibliothek auf? Britta, ich habe jetzt einfach mal hier den ersten Band von Metzlers Lexikon der Weltliteratur
mitgebracht von dort hier rüber. Große Aktivität. Das ist die kanonische Literatur und ich kann halt auch nur das sagen. Also ich möchte natürlich alle Klassiker bei mir haben. Ich möchte die Autoren letztlich im Idealfall um mich herum geschart haben, die zu den großartigen Interpreten ja, der Welt gehören. Aber natürlich auch gewürzt durch Gegenwartsliteratur und da versuche ich eben einfach die Besten dann herauszufiltern. Da konzentriere ich mich oder verlasse mich in gewisser Hinsicht auch ganz stark auf Literaturpreise und natürlich auch auf andere YouTuber zum Beispiel oder auch auf Freunde. Aber ja, das gehört für mich rein. Und gibt es länderspezifische Schwerpunkte? Ja, ganz klar. Also ich bin auf jeden Fall ein klarer Liebhaber von europäischer und nordamerikanischer Literatur. Die nordamerikanische ist noch nicht so zum Zuge gekommen, eben aufgrund dieser Sprachschwierigkeit, die ich ja gerade habe, oder dieses Dilemmas, in dem ich mich selber irgendwie eingebuddelt habe. Was fehlt, ist ganz klar die afrikanische Literatur, die südamerikanische Literatur. Ich will jetzt gar nicht von so einer arktischen Literatur sprechen. Was gibt es denn sonst? Habe ich noch Kontinente vergessen? Erdkunde? Ja, die australische Literatur kenne ich also auch nur, wenn ich sie mal zufällig einschiebe. Von dem her, ich weiß auch, was ich mir selber noch erschließen muss und möchte. Ja, übrigens, Asien ist mit der großen Ausnahme von Japan und mehr auch China leider auch eine Terra Incognita. Da ist so vieles noch eben auf meiner Leselandkarte. Ich weiß nicht, wann ich mich dem nähern kann, ganz im Ernst. Aber gerade konzentriere ich mich schon auf Europa. Was wäre ein perfektes Regalsystem? Für mich ist es jetzt momentan IVA, was ihr hier hinter mir seht. Es ist luftig, es ist locker. Licht, Liebe und Luft kommen eben von allen Seiten hinein. Das ist jetzt mein kleiner Beitrag zur Innenarchitekten-Serie und damit höre ich auch schon auf. Also ich mag einfach diese Billy-Reihen nicht so gerne, weil sie von außen eben so abgeschlossen sind. Ich mag es lieber, wenn man irgendwie ein offenes Raumgefühl hat. Und das ist natürlich auch recht günstig. Das ist die pragmatische Antwort darauf. Welche Accessoires gehören noch rein? Ich mag einfach kleine Snippets, ich weiß nicht, der, die das Snippets, schöne kleine Preziositäten, die man vielleicht gerade in dem Moment mit anderen Menschen verbindet, die einem etwas sagen oder wie hier Theaterkarten, die mich daran erinnern, dass ich in nächster Zeit mal wieder ins Theater gehen möchte, wenn es dann mal wieder möglich ist. Ja, oder Dinge, die mich an Personen erinnern, wie dieses hier, wie dieses Gebastelte oder wie mal eine Dankkarte einer Klasse. Also das sind eher kleine Persönlichkeiten. Ich persönlich stehe nicht auf diese Plastik Manschgall mit dem großen Kopf, die man dann irgendwie generisch in dem Bücherregal sieht, die eben Schweinegeld kosten und eigentlich nur Marketing-Gags sind. Die gut, aber die gibt es ja wahrscheinlich auch eher so im Young-Adult-Bereich. Ich habe es ja schon einige Male gesehen. Ich finde halt eher, Plastik sollte nicht in einem Bücherregal stehen. So ist meine persönliche Materialinterpretation. Das sieht so ein bisschen billig aus, finde ich. Wie stehst du eigentlich zu gebrauchten Büchern wie Oxfam, Medimops, Rebuy und Co.? Ja, gut, da ist jetzt wahrscheinlich meine Antwort nicht so, wie sie manche gerne hören, aber ich will ja auch ganz ehrlich sein, ich mag das nicht. Ich schaue mir hin und wieder die Videos auch ganz gerne an, wenn Leute mit Cuttermessern da sitzen und eben das große Alibaba-Paket oder eigentlich diese Schatzkiste öffnen und die sieben Räuber, die wir zu sehr sind, scharen sich um dieses Paket und ja, es strahlt schon so wie in einem Comic, das Licht kommt heraus und man fragt sich wie am Weihnachtsabend, was man denn darin vorfinden wird. Und diesen Moment kann ich absolut nachvollziehen, also dass man den so häufig wie möglich haben möchte. Aber es ist für mich halt Konsum und ich will bei jedem Konsum bewusst sein. Also ich will mir bewusst sein, dass ich halt sieben Bücher natürlich bestellen kann, wenn sie nur 1 Euro jeweils kosten. Dann ist das für mich auch kein Problem, aber ich kann halt 7 Bücher leider nicht so schnell lesen. So, und wenn ich einmal damit anfange, mit dieser Maschinerie, dann habe ich ja meine Psyche darauf konditioniert und ich werde wahrscheinlich wieder das haben wollen. Also ich kenne ja mein Suchtpotenzial, ich weiß, wie sowas bei mir funktionieren würde. Und wenn ich einmal damit beginne, würde ich wahrscheinlich gar nicht aufhören können. Und ich möchte eben, das habe ich auch noch nicht gesagt, ich möchte die Bücher, also meine Bibliothek, auch gelesen haben. Bücher, die ich nicht kenne, die separiere ich ja auch deutlich. Nicht, weil das für mich jetzt irgendwie zweitklassige Bücher sind, im Gegenteil, aber die hier, die ihr seht, die gehören zu mir. Die sind nicht das Fremde, also das hier, die Ungelesenen, die bringen so eine Art Unruhe auch in mein Zimmer. Die fordern mich, die sagen mir, das ist hier aber eigentlich nicht so wohlig. Hier ist nicht nur Heimat im Raum, hier ist auch das Fremde. So etwas Unbekanntes, was dir auch sagt, ja Max, lies doch mal. Komm, mach mal. Und deswegen will ich davon nicht zu viel haben. Das ist meine, natürlich, ich betone es, warum betont man das immer so deutlich? Man hat halt wahrscheinlich dann als YouTuber auch die Befürchtung, dass jemand schreibt, das stimmt überhaupt nicht, das ist ganz anders. Bei mir ist es halt so. Deswegen, ich weiß, viele Sammler sagen, ja, so viel wie möglich. Ich bin ein Sammler, aber in erster Linie bin ich und will ich sein ein Leser. So, und deswegen Rebuy und Medimops, ja, als Videoform schaue ich es mir hin und wieder doch ganz gerne an. Natürlich, da spüre ich auch diese Spannung, aber selber
möchte ich es nicht. CJ will wissen, hast du mal überlegt, eine öffentliche Leserunde zu initiieren? Wenn du mir sagst, wie ich das machen könnte, dann bin ich da auf jeden Fall dabei. Also ich habe mir hier in Leipzig ja jetzt gerade eine gesucht. Mal sehen, wie das so sein wird. Ich weiß nicht, ob du mit öffentlich meinst im Internet oder jetzt in Leipzig direkt oder ob man sich in der Mitte Deutschlands in, was wäre das dann, vielleicht Hannover oder Kassel trifft. Also ich bin da aufgeschlossen. Ich habe Lust, mit anderen Menschen über Bücher zu sprechen. Aber ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht ventiliert. Wie gehst du vor, wenn du neue Autorinnen beliest, recherchierst du über deren Leben? Fängst du mit ihrem Debütwerk an? Wo oder wie informierst du dich über deine nächsten Lesevorhaben? Auch das ist eine total gute Frage. Das geht für mich in die Richtung, wie esse ich ein bestrichenes Nutella-Brot? Also, weiß ich nicht, esse ich zuerst die Kante ab, den bösen Rand und habe dann das Wunderbare in der Mitte oder gehe ich Schritt für Schritt vor? Bei Hertha Müller habe ich in der Mitte angefangen mit dem besten Werk. Ich habe mir die Atemschaukel rausgesucht. Bei anderen, wie jetzt zum Beispiel Garcia Marquez, wollte ich zunächst ein chronologisch frühes Werk lesen, um auch diesen Sprachvollzug nachzuvollziehen, weil ich ja gelesen hatte, dass er eben mit diesem magischen Realismus ja doch eine ganz eigene Betrachtungsweise hat und einen eigenen Weg gegangen ist. Ich kann es dir nicht sagen. Meistens hängt es auch davon ab, wie ich im Buchhandel gerade über die Werke stolpere oder was mir eben von anderen Stellen empfohlen wird. Also wenn mir jemand im Internet oder eben im Bekanntenkreis sagt, dieses und jenes Buch ist ganz gut, dann verlasse ich mich häufig drauf. Also von dem her, ich habe da auch noch nicht meine perfekte Herangehensweise gefunden. Häufig sind es aber auch, wie ich sage, also ich habe ja gerade hier das Metzler Weltliteratur-Lexikon in die Kamera gehalten. Ich weiß tatsächlich, welche Bücher es noch gibt. Ich denke, die meisten von euch wissen das auch. Man hat ja immer so ein paar Kandidaten der nächsten großartigen Werke. Und ich versuche schon die zu lesen, weil ich ja eben nicht weiß, ob vielleicht in der nächsten Woche einfach die Brücke einstürzt, unter der ich gerade bin. Also ich will halt bis zu meinem Lebensende noch so viel lesen wie möglich und dann natürlich im besten Fall auch das Beste nur, so das Beste vom Besten. Bei Garcia Marquez habe ich eine Ausnahme gemacht, weil ich mich halt auf der anderen Seite auch gerne überraschen lasse und schon auch gerne hinein ins Unbekannte mal stolpere, um nicht immer schon eigentlich 1000 Meinungen im Hinterkopf zu haben, so wie, ja, das ist ein großartiges Buch, wenn du das und das und das. Bei dem Buch von Garcia Marquez wollte ich also mal ganz individuell einsteigen und konnte das dadurch auch. Also ohne Vorbelastung, muss man sozusagen. CJ möchte auch noch wissen, welche Bücher muss Mensch deiner Meinung nach kennen und warum? Das ist auch eine total spannende Frage. Und ich will hier gar nicht verheimlichen, dass ich zunächst mal nach dem Prinzip Chaos gelesen habe. Ich habe also das gelesen, was mir meine Lehrer vielleicht mit auf den Weg gegeben haben. Ich habe wahrscheinlich erstmal deren Lieblingswerke gelesen, also Hesse oder Heinrich Böll oder Siegfried Lenz habe ich zu Beginn gelesen. Und erst im Laufe meines Leselebens, also eigentlich erst vor ein paar Jahren, habe ich erkannt, dass man ja durchaus sich auf bestimmte Schwerpunkte konzentrieren kann. Dass Schriftsteller sich eben und Schriftstellerinnen sich mit einzelnen Themenkomplexen und Zugangsweisen beschäftigt haben. Und dass man vielleicht, so ist meine allgemeine Antwort, dass man vielleicht mit den jeweiligen bekanntesten Vertretern dieser Art sich beschäftigen sollte, um ein Zusammenspiel zu erkennen, um erstmal zu erkennen, worauf man denn selber Lust hat. Also ein Beispiel wäre dann konkret Dostojewski, der sich auf die menschliche Psyche konzentriert und der eben vor allem die Moral im Einzelnen bewerten möchte. So könnte man ja wahrscheinlich Dostojewski schon nicht, natürlich auf gar keinen Fall reduzieren, aber das ist so das Schlaglicht, also die Psyche. Wenn man dagegen wissen will, wie Autoren eigentlich das Zusammenspiel von Einzelnen und Gesellschaft gegliedert haben und aufgebaut haben, dann führt kein Weg herum um Flaubert oder in Deutschland um Theodor Fontane und natürlich noch um weitere. Aber das wären mal ganz herausragende Vertreter dieser Richtung. Wenn man dagegen sagt, nein, ich will irgendwie wissen, wie die Rebellion des Einzelnen gelingt, wie überkommene Werte abgelehnt werden können, dann führt kein Weg natürlich um die Existenzialisten, um Camus und um Sartre. Wenn man auf der anderen Weise vielleicht einen Zugang zu so einer sehr verinnerlichten, modernen Sprachweise hat, dann ist es in Deutschland vielleicht eher Hertha Müller oder Christa Wolf. Und was fällt mir noch ein? Ein oktorialer Erzähler, was kann der denn eigentlich machen? Welche Möglichkeiten hat er? Wenn man diese Fragestellung ins Zentrum seines persönlichen Interesses stellt, dann sollte man sich mit Thomas Mann beschäftigen, denke ich. Oder wenn man sich dafür interessiert, wie die griechische Antike denn eigentlich in der deutschen Gegenwart, wann auch immer die gewesen sein mag, angekommen sind oder wie deren, vielleicht deren moderne Varianten aufgeschlüsselt wurden oder gedeutet wurden, dann sollte man sich beschäftigen mit den Dramen von Goethe und Schiller. Also ich will jetzt gar nicht hier irgendwie so tun, als würde ich das alles verstehen. Überhaupt nicht. Ich habe für mich halt nur herausgefunden, dass man schon sagen kann, dass es einfach gravierende Unterschiede gibt und gravierende Schwerpunkte. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, eben die jeweiligen größten Vertreter kennenzulernen, um dadurch für sich selber erstmal herauszufinden, auf welcher
weiten Ebene denn eigentlich die Schriftstellerei funktioniert, welche Möglichkeiten sie hat und auf welche verschiedenen Weisen sie versucht, dem Menschen, dem Menschlichen, dem Zusammenleben nahe zu kommen und das zu erklären oder zumindest es deuten, irgendwie zu deuten, wenn es möglich ist. Genau, und natürlich auf der anderen Ebene hilft es einem dabei, auch herauszufinden, was man einfach in Zukunft gerne häufiger und vermehrt lesen wird. Denn man mag ja wahrscheinlich doch einzelne Themen lieber als andere. Also für mich ist, ich will jetzt meine persönliche Einschätzung gar nicht abgeben. Ich denke, die kennt ihr aus meinen Videos schon. Das wäre für mich eine Möglichkeit, diese total schwierige Frage zu beantworten. Also für mich ganz klar eben die jeweiligen Meister. Natürlich wählt man dann wahrscheinlich auch unterschiedliche Autoren. Also für den einen ist halt Thomas Mann dann nicht der Meister des Auktorialen, was ich nicht verstehe. Aber vielleicht gibt es auch andere Größen. Das kann man für sich selber wahrscheinlich auch eher in Erfahrung bringen. Vielleicht sagt man aber auch, ja, Dostojewski kann mir heute 2020 nicht mehr erklären, wie eine Psyche funktioniert. Da sind für mich gebrochene Schreibformen, vielleicht eher der Stream of Consciousness von, Consciousness. Der Stream of Consciousness, verdammt, von James Joyce oder natürlich von Dublin oder auch von Virginia Woolf. Vielleicht sind diese Formen für mich persönlich geeigneter als die Werke von Dostojewski. Auch das ist natürlich noch eine großartige Form, also auch sprachliche Besonderheiten. Ich würde halt sagen, das ist ja an sich auch schon keine befriedigende Antwort, weil man dann weiter aufschlüsseln kann. Man kann halt sagen, ja, aber der hat jetzt einfach so besonders geschrieben in der Hinsicht und der in der Hinsicht. Und letztlich ist man dann wieder vom Hundertsten ins Tausendste gekommen und hat es halt kaum beantwortet. Was aber auch auf der anderen Seite einfach zeigt, dass es so viele tolle Schriftsteller gibt. Aber die kurze Antwort ist eben, ja, man nimmt die großartigen Schriftsteller heraus, die ja nicht ohne Grund großartig sind und konzentriert sich halt darauf, was sie gemacht haben und wie man dann vielleicht das Zusammenspiel der verschiedenen Ideen auch in sich selbst gestaltet. Sorry, es hat jetzt lange gedauert und letztlich bin ich auch wieder weggekommen von einer irgendwie klar formulierten Antwort und bin wieder in der Wahrheit der Welt gelandet, die große Wahrheit der Schriftstellerei, die ich zumindest total gerne mag. So, AS ist eigentlich nur eine kurze Frage, magst du überhaupt keine Poesie oder Lyrik? Vielleicht davon ausgehend, dass man sie bei mir auf meinem Kanal selten findet. Ja, ich mag Poesie und Lyrik offen gestanden wirklich deutlich weniger als Belletristik, als Prosa. Das sind für mich eben die hauptsächlichen Werke, die ich gerne lese, Prosa. Aber hin und wieder ein Gedicht, warum nicht? Marina möchte wissen, welche Genre interessieren dich gar nicht? Ja, die Frage nach Genres finde ich an sich schon irritierend. Natürlich verstehe ich, was du meinst, denn diese Frage ist total berechtigt. Aber es geht ja davon aus, dass man das Leben irgendwie in Abteilungen packt und dass man diese Abteilungen eben dann auch voneinander unterscheiden kann. So ist ja mein Leben nicht. Ich denke, so ist unser Leben nicht. Von dem her mag ich gar keine Literaten, die irgendwie den Begriff des Genres in den Mund nehmen. Also es scheint mir einfach dem Leben nicht angemessen zu sein. Und natürlich ist auch mein Leben nicht Papier und nicht schwarz auf weiß Schrift, aber das kann ich nun mal nicht ändern. So muss Literatur arbeiten, aber Literatur muss, finde ich, nicht mit Genres arbeiten. Also für mich ist es kein Widerspruch, dass man eine Liebesgeschichte hat, dann kommt ein kriminologisches Element hinein, dann gibt es ganz großartige philosophische Reflexionen, da brauche ich dann keine Genres für mich persönlich. Also ich lese, glaube ich, gar keine Genres, überhaupt nichts. Für mich ist das einfach alles nur Literatur. Nummer 2, du liest viel Klassiker. Gibt es eine Epoche oder Region, die dich derzeit nicht interessiert? Ja, also sagen wir mal, Vietnam des 16. Jahrhunderts interessiert mich nicht. Ich will damit einfach nur sagen, alles, was ich lese, ist in höchstem Maße eigentlich vorgegeben, ist in höchstem Maße auch standardisiert. Das ist mir bewusst, dass ich eben eigentlich ganz, ganz wenig lese. Ich lese nicht mal irgendwie den Eisberg, den man sieht. Ich lese die kleine Schneeflocke, die oben auf dem sichtbaren Teil des Eisbergs liegt und bald auch wieder schmelzen wird. Also das ist mir einfach klar bewusst, von dem her, ich lese ganz, ganz vieles nicht, was ich bedauere, was ich aber auf der anderen Seite gar nicht vermeiden kann. Velia möchte wissen, befolgst du auch die Regel, jedes Buch muss bis zum Ende durchgelesen werden? Ja, das tue ich. Es gibt kaum Ausnahmen davon. Ich lese wirklich jedes Buch bis zum Ende. Okay, das waren jetzt 2,5 Seiten von Fragen, die ich beantwortet habe. Etwa nochmal so viel ist noch unbeantwortet. Ich werde das in den nächsten Tagen beantworten. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das jetzt zu lang und zu ausführlich ist. Da mache ich es ein bisschen kürzer. Oder ob ihr sagt, jetzt kippt gleich alles um. Oder ob ihr auf der anderen Seite sagt, nein, das passt, das funktioniert, das ist interessant, geh ruhig in diesem Tempo weiterhin vor. Ansonsten, ich freue mich jetzt auch auf eure Kommentare zu euren Kommentaren. Habt ihr meine Antworten jetzt irgendwie
gewinnbringend empfunden oder war es totaler Quatsch? Möchtet ihr etwas revidieren oder nochmal anstoßen? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.